0.9% of the historic Islamic courts have duck tails. It's a good system. Ich bin Instrumentbauer, ich baue praktisch ausschließlich Klavikorde. Ich werde ein bisschen was erzählen, wie es funktioniert. Und da, Herr Mühlbeck wird dann ein bisschen über das Stück erzählen. Ein Klavichord hat ein scheinbar recht einfaches Klangerzeugungsprinzip. Es ist ganz eigen. Das heißt, es unterscheidet sich vom Cembalo, vom Klavier und von der Orgel. Es ist ein zusätzliches mechanisches Prinzip, ein Tasteninstrument zu bauen. Es ist ein Seitentasteninstrument, so wie das Klavier auch. Die Saiten laufen von da über die Klaviatur, über den Resonanzboden. Das ist eine dünne Platte, wie fast alle Instrumente haben irgendwo eine dünne klingende Platte zu den Wirbeln. Wenn eine Taste niedergedrückt wird, eine rausnehmen. Ich könnte irgendeinen Ziss zurückfassen. Wenn man vorne niederdrückt, hebt sich der hintere Teil der Taste nach oben und dieses Metallblättchen da schlägt an die Seite dran. Das Interessante am Klavichord ist, dass dieses Blättchen an der Seite dran bleibt, solange der Ton klingt. Also nicht zurückfällt wie der Hammer, sondern direkt im Kontakt mit der Seite bleibt. Die Seite schwingt also jetzt von diesem Blättchen weg bis zum Steg. Also das Blättchen ist ein Ende der Seite. Okay. Das ist das Wichtige dran. Und weil das so ist, gibt es mehrere Konsequenzen. Sie werden es hören und der Herr Mühlbeck hat schon anklingen lassen und ich werde jetzt auch immer leiser reden, damit Sie sich gewöhnen dran. Es ist ein sehr leises Instrument. Das geht nicht anders, das ist rein physikalisch so bedingt, weil die Saite am Ende angeregt wird. Also nicht irgendwo weiter innen, sondern am Ende. Außerdem kann man laut und leise spielen, wie am Klavier, aber eben nicht wie am Cembalo. Das Cembalo kann eigentlich nicht laut und leise spielen. Und dann gibt es noch einen schönen Effekt, den das Klavichord hat. Man kann ein Vibrato machen, weil man an der Seite dran ist. Das geht bei keinem anderen Tasteninstrument. Es geht bei allen möglichen Instrumenten, bei den Zupfinstrumenten, bei den Streichinstrumenten, aber normalerweise nicht bei den Tasteninstrumenten. Beim Klavichord geht's. Es hat eine sehr lange Geschichte, ungefähr vor 1400 erfunden, lebt also Spätmittelalter, in der Renaissance, in der Barockzeit, in der Klassik und stirbt irgendwann im 19. Jahrhundert, also am Anfang des 19. Jahrhunderts, weil es zu leise ist. Und deshalb, weil es im 19. Jahrhundert völlig verschwindet, kennt es heute niemand. Das ist der Grund. Ja, aber es war ein sehr wichtiges Instrument. Es ist in jedem musikalischen Haushalt, der irgendwie irgendwas mit Musik zu tun hat, war auf jeden Fall ein Klavichord vorhanden. Jetzt wieder hinein, damit der Albert dann was zum Spielen hat. Ja, ich glaube, das Wichtigste habe ich gesagt. Okay. Mit dem Karl Philipp Emanuel Bach sollte man erwähnen, weil es gerade zu dieser Zeit das Tasteninstrument schlechthin war. Also jede Tasteninstrumentenmusik wurde am Klavichord gespielt. Aber gerade zu dieser Zeit, also in der zweiten Hälfte vom 18. Jahrhundert, war es immens wichtig. Es ist eine biblische Sonate, und zwar, weil er hat 6 davon geschrieben, also er hat sich Szenen aus der Bibel geholt und hat einfach musikalische Sonaten, Geschichten drüber geschrieben. Und die Sonate, die ich heute spiele, ist der Kampf von David gegen Goliath.